Deutschland ist eine alternde Gesellschaft, aber diese gute Nachricht, dass wir alle älter werden, hat auch eine Kehrseite. Uns droht eine Demografiekrise, wenn wir nicht aufpassen. Was tun? Erstens, mehr Kinderwünsche realisieren, durch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel. Das hat einen doppelten Nutzen. Männer und Frauen können gleichzeitig am Erwerbsleben teilnehmen und das zweite, dritte oder vierte Kind wird geboren, das heute oftmals im Alltag keinen Platz finden kann. Zweitens, das Bildungssystem am Anfang so ausstatten, dass alle junge Menschen mit einer guten Chance ins Leben starten und dass lebensbegleitend immer neue Chancen geöffnet werden, wenn der Arbeitsmarkt sich verändert. Drittens, den Sozialstaat so umbauen, dass zielgerichtet zum Beispiel Altersarmut bekämpft wird, aber keine neuen Versprechungen gegeben werden, die die Generation der Enkel nicht mehr finanzieren können. Und zuletzt ein Einwanderungsrecht, das die Menschen nach Deutschland einlädt, die bei uns ihr Glück suchen und die damit auch dazu beitragen, dass diese Gesellschaft Zukunft hat.